Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark Storytime. Ja, wir nennen es einfach Ark Storytime, ist kein besserer Name eingefallen. Also nehmen wir das einfach. Wir haben ja letztes Mal die Base gebaut und ich habe die nochmal ein bisschen verschönert. Wir haben jetzt hier so ein paar Lagerfeuer, die wir auch alle anmachen können. Die sind einfach nur dafür da, dass jetzt hier Holzkohle entsteht. Die brauchen wir später für Schießpulver. Ich habe hier ein paar Kisten hingestellt, um so ein bisschen Stuff loszuwerden. Und ich habe hier mal auf unseren Tisch, beziehungsweise ich habe einen Tisch hingestellt und darauf dann auch noch ein paar Mörser und Stöße gestellt, um dann hier jetzt wieder so eine Reihe von Betäubungsmitteln zu haben oder eben Zündpulver oder Schießpulver. Das ist im Prinzip das, was ich gemacht habe. Ich habe mir nochmal eine Armbrust gecraftet und ein paar Sachen vorbereitet, denn ich würde heute gerne Petri zähmen und Wölfe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Petri und ich hoffe, wir bekommen gleich irgendwo Primate her, denn das bräuchten wir schon. Der braucht 17 Minuten mit unserem Multiplikator auf Level 150. Ich würde da auch versuchen, irgendwas High-Leveliges zu bekommen. Auf jeden Fall jetzt erstmal das primäre Ziel, jetzt einen Petri zu finden, der ein annehmbares Level hat. Den zähmen wir dann. Ich hoffe, wir bekommen ein bisschen Primeat irgendwo her. Und wenn wir den gezähmt haben, fliegen wir eben ins Schneebiom oder an Schneebiom ran und versuchen dann eben ein paar Wölfe zu bekommen. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Können wir nämlich ein paar Höhlen mitmachen. Ich würde mir ein paar mehr zähmen, weil sie dann den Packbonus bekommen und dadurch einfach mehr Schaden machen, mehr aushalten können und so weiter. Die haben leider keinen Sattel, das heißt, sie werden eben auch keinen Rüstungsbonus bekommen. Aber wir schauen einfach mal, dass wir jetzt irgendwo hier einen Petri finden. Ich habe nämlich doch gelesen, dass man mit der Sichel mehr Chitin, Keratin bekommen soll. Ah ja, nee, das funktioniert wirklich einwandfrei. Oder ich habe mich verlesen. Ja, dann können wir es doch den Raptor machen lassen. Dann lassen wir das Echo machen. Sarko Level 1. Das sieht doch so aus, als hätten wir da gerade unseren Erzfeind gefunden. Den machen wir fertig. Zu den Rest darf der ach du Heule. Da war ich mal kurz überrascht, dass der uns vom Raptor runterziehen kann. Ey, meine Herren. Ach, da ist einer. Level 2. Ja, nein. Es ist wieder Level. Es ist Level 3. Was sind die denn so low alle? So. Freunde der Sonne, nachdem ich mich kurz aufgeregt habe, warum die Dinos alle so niedrig sind. Die Schwierigkeit war auf 0,2 eingestellt, weil das halt, ne, die Standardeinstellungen von Ark sind. Aber die auf den Official-Servern ist wohl bei 1,0 und deswegen habe ich jetzt mal die Schwierigkeit hochgestellt auf 1,0, habe einen Dino-Wipe gemacht und siehe da, es sind mal Dinos da, die einen höheren Level haben als 1 oder 3 oder 4, was halt ein bisschen nervig ist, ne, wir brauchen ja auch Dinos irgendwie für Bosse und sowieso. Und wenn ich einen Petri haben will, der mich irgendwie ein bisschen tragen soll, dann muss der auch schon ein bisschen Level haben. Den merken wir uns mal vor, das Level 60, das wäre schon mal ein ganz gutes Ding. Der würde noch ein paar Level oben drauf kriegen. Wir gucken mal, was wir jetzt so an Maximallevel finden können, weil das Maximallevel ist festgestellt auf 150. Da gibt es extra eine Einstellung für im Singleplayer. Aber das war schon leicht nervig gerade, so Low-Level-Dinos zu bekommen. Ich meine, das ist jetzt okay gewesen, weil so konnte ich halt auch Kanos platt machen mit dem Raptor. Aber das muss ja irgendwo nicht sein. Wir gucken mal, ob wir noch mehr finden. Ich habe mich spontan entschieden, dass wir den Kollegen hier vorne nehmen. Der ist Level 60, beziehungsweise die Kollegin, ist ja ein Weibchen. Petri da in der Luft, ich werde dir sehr verbunden. Wenn du doch landen würdest, dann könnte ich dich bolern und dann würde ich dich kurz zähmen. Dann kriegst du einen tollen Namen, der ausgesucht wurde von der Community. Und dann können wir auch durch die Gegend fliegen und uns ein paar Wolfsfreunde... Ah, sehr schön. Siehst du, man muss nur mal ein bisschen Worte bringen, dann passt das schon. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ey, sag mal, Kollege Schnürschuh. Das glaubst du ja wohl selber jetzt hier nicht. Nehmen wir den Bogen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht eventuell bei der Armbrust stirbt. Wobei... Ah, da ist er schon. Petri ist fertig. Sehr nice. Namensvorschläge in die Kommentare. Werde ich dann auf jeden Fall nicht berücksichtigen. Ist ja klar. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob sich in der Nähe Wölfe befinden. Und dann werde ich mir den Plan machen mit dem Zähmgehege, wo ich es hinstelle, damit ich die auch nicht so weit ziehen muss. Ich hoffe halt, dass hier direkt am Rand welche sind. Können da nicht so lange rein. Wir haben ein bisschen Fleisch dabei. Also wir können halt gegenheilen, wenn wir wieder rausfliegen. Und da unten sind doch schon welche. Sehr schön. Das ist schön. Das ist sehr schön. Level 56, Level 12, Level 12. Ja, ich habe heute leider kein Foto für dich. Level 56 ist ein bisschen zu wenig. Das ist ja nicht mal Level 100 nach dem 10. 72. Uff, ach du Heiliger. Wie viele sind das denn? 72er? 60er? Okay, wir müssen den 76er, den 72er und vielleicht den 60er reinkriegen. Dann hätten wir einen Dreier-Rudel. Das ist ein Alpha-Kano. Den müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Das wird jetzt sehr hart, das hier zu zähmen. Ist bestimmt jetzt auch nicht so unriskant, gerade ohne Schlafsack, ohne alles, hier die Sachen zu farmen. Vor allem hoffe ich, dass der Petri mit mir noch fliegen kann, wenn ich die Sachen gebaut habe. Das ist total dumm von mir, dass ich aktuell keinen Schlafsack hier gelegt habe. Und ich glaube, sind Raptoren unterwegs. Das Zähmgehege steht. Ich hoffe, das ist groß genug. Hättest vielleicht einen noch länger machen sollen, damit sie nicht rüberfliegen.
Allerdings habe ich jetzt die Herrschaften aus den Augen verloren. Da vorne sind das die Schweine? Naja, das sind die Schweine wieder, die abgehen. Sind jetzt die blöden Wölfe hingelaufen? Wenn die jetzt vielleicht gestorben sind sogar? So Glück gehabt, die zu finden. Und jetzt sind die weg. Ich habe das Gehege da schon aufgebaut. Wie das aussieht, hat sich da gerade mein Direwolf-Gedöns verabschiedet. Das war mein Rudel, was da gestorben ist. Aber ich habe 104 Pelz. Ich habe zwar nicht genug Metall, um dann die Rüstung zu machen. Könnte mir eventuell was schmelzen, damit wir ein bisschen weiter ins Schneebiom reinkommen. Wir müssen es doch tun. Der Alpha Kano ist zu nah an meinem Stuff dran. Der kann das jetzt nicht kaputt machen. Da hinten ist sogar noch einer. Wir versuchen den jetzt einfach mal zu nehmen. Wird den Rest gleich mit dem Petri machen und dann nochmal versuchen abzuspringen. Verdammt, 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 verdammt. Das darf nicht passieren. So, haben wir das aufgelöst. Der Kano ist wieder abgelenkt vom Tech-Steko. Wir schießen einfach mal jetzt hier ganz hinten drauf und gucken, was passiert. Der hat nicht mehr allzu viel Leben. Könnte jetzt sein, dass da noch zwei Schüsse rein müssen. Nein, er ist down. Sehr schön. Neue Level, den farme ich gleich noch ab. Da gibt es noch ein bisschen Prime Meat dann raus. Und es gab zwei Level, was okay ist. Ich gehe mal auf Resistenz, weil wir gerade hier im Schneebiom sind. Ach was. Ach was. Der Raptor hat den aufgefressen. Ich glaube das nicht. Der hat mir mein Prime weggenommen. Meister of the Axt. Sehr schön. Very nice. Ohne gelbe, hier eine grüne Pistole. Und ein Bogen, der noch ein bisschen mehr Damage macht. Aber kein Prime. Ach. Leute, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar 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 nicht gut. Ich habe noch eine Bola. Die sitzt leider nicht. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn, da kommt noch was. Was ist denn hier los? Verdammt nochmal. Jetzt kommt noch ein Agi. Jetzt geht der Agi auch noch auf mich, ich geh durch. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So, das glaubst du ja jetzt wohl selber nicht, dass du hier meine Sachen angreifst und du damit davon kommst. Hallo, was für ein ekliger AG das ist. Merkt, der kann gegen mich jetzt nichts ausrichten. Und dann muss er auf mein Inventar da unten gehen, oder was? So, weg mit dir. Kann losgehen. Pelzrüstung ist jetzt endlich am Start. Jetzt gehen wir rein ins Schneebiom und werden uns mal den einen oder anderen Wolf eben zähmen. Ich würde sagen, wir lassen mal das Zähmgehege und Co. so stehen. Wir laufen jetzt oder fliegen jetzt einfach ins Biom rein und zähmen uns die mit Bolas. Da sind noch ein paar Sachen drin, die ich mitnehmen könnte. Ich glaube, eine Pistole und so. Die Chitin-Rüstungsteile, die holen wir irgendwann später mal wieder. Das müssen wir uns unbedingt merken, dass die hier sind. Waren jetzt auch nicht so schlecht, die Sachen. Aber durch die Rüstung können wir jetzt auf jeden Fall mal reinfliegen. Bin jetzt nicht mehr ganz so agil. Da sind auch schon direkt unten wieder Wölfe am Start. Sehr gut. Leider halt zwischen den ganzen Kanos und Duties und Mammuts und weiß nicht was. Aktuell am höchsten ist hier Level 8. Das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Oh, hier wäre noch eine Explorer-Note. Die nehmen wir einfach mal mit. Oh, Level 108 haben wir jetzt hier einen. 108, das ist stark. Ja, da muss ich gucken, ob ich den irgendwie zu fassen kriege. Die kämpfen jetzt hier gegen den Agi. Ich hoffe, die machen den platt. Das sieht aber gut aus. Nein, ich habe meinen Agi gebolert. Ich habe meinen Agi gebolert. Hallo, 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 hallo. Das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Ich muss gleich unbedingt wieder schnell auf die Bola wechseln. Ah, verdammt, ich kann den ja eine Zeit lang danach nicht bolern. Verdammt, ich hab's vergessen. Der ist auf jeden Fall gebolert. Ich weiß nicht, wo sein Freund hin ist. Da kommt er. Der muss fallen, der muss fallen, der muss fallen. Ich bin so schnell, dass ich vor dem wegkomme auf jeden Fall. Der muss doch jetzt mal umkippen. Der kippt um, sehr schön. Er kippt um. Sein Freund wird wahrscheinlich jetzt gleich auf das andere Vieh stürzen. Oh, das ist jetzt nochmal stressig hier. Kipp bitte um, kipp bitte um, kipp bitte um. Ich laufe jetzt weit genug weg. Ich versuche einfach wegzukommen. Ich versuche ein bisschen wieder näher ranzukommen an den anderen. Das Leben geht wieder hoch. Das heißt, ich kann noch ein, zwei Hits einstecken. Das war jetzt nicht das, was ich sehen wollte. Wo ist der Weiße? Oh! Nein! Nein, es war so dumm, da kein Dings hinzulegen.